So, nun noch zum letzten Bereich im Modul 9 Wachsein und Schlafen. Und zwar besprechen wir jetzt ganz kurz das Krankenbett. Also welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit wir ergonomisch arbeiten können. Das Krankenbett ist für den Betreuten eine Ruhe- und Schlafstätte und muss sowohl den Bedürfnissen des Betreuten, aber auch an den Anforderungen für pflegende und pflegende Angehörige Rechnung tragen. Besonders im Bereich der Lagerungen werden wir dann öfters den Ausdruck physiologischer Bettknick hören. Was bedeutet dieser Bettknick? Also das Krankenbett sollte normalerweise an die Körpermaße des Betreuten angepasst sein und ein etwa gleich großes Kopf- und Fußende haben. Dadurch findet die Beugung in der Höhe des Hüftgelenkes statt, der gesamte Rücken kann besser unterstützt werden und der Betroffene hat viel mehr Bewegungsfreiheit, kann besser atmen und rutscht nicht ständig nach unten. Leider ist es aber meistens so, dass die Krankenbetten eine größere Liegefläche haben, die sich nicht an den physiologischen Körpermaßen des Menschen orientiert. Die Liegefläche hat im Verhältnis ein zu kurzes Kopfteil und ein zu langes Fußteil. Dadurch entsteht eine unphysiologische Beugung im Bereich der Brustwirbelsäule und es kommt zu einer Stauchung des Oberkörpers. Durch diese Stauchung des Oberkörpers wird die Nahrungsaufnahme erschwert und zusätzlich besteht noch eine Aspirationsgefahr, also eine Gefahr des Verschluckens. Es kommt zu zunehmenden Rückenschmerzen, die Atmung wird eingeschränkt, der Patient oder der Betreute rutscht ständig in die Richtung der Füße, sie bauen einen erhöhten Muskeltonus auf, die Mobilität ist sehr eingeschränkt und es erhöhen sich die Schwerkräfte bei einem ständig erhöhten Oberkörper. Die Auswirkungen davon lernen wir noch in der Dekubitusprophylaxe kennen. Was gehört nun zu einem gut ausgestatteten Pflegebett? Eine Matratze und ein dampfundurchlässiger, aber wasserabweisender Matratzenschoner, ein Bettlaken, Stecklaken, ein großes und kleines Kopfkissen, eine Bettdecke, verschiedene Halterungen für Infusionen, Urinflaschen, Handtücher oder Gehhilfen und das Bettgitter. Zum Bettgitter ist Folgendes zu sagen: Das Anbringen von Bettgittern ersetzt nicht die Überwachung bei unruhigen Patienten, da es möglich ist, dass diese über die Bettgitter steigen und sich dabei verletzen können. Außerdem benötigt die Anbringung von Bettgittern immer eine schriftliche Anweisung des Arztes und eine Einwilligungserklärung der Angehörigen. Ohne diese wird die Anbringung von Bettgittern als freiheitseinschränkende Maßnahme gewertet und ist strafrechtlich verfolgbar. Zum Krankenbett gehört natürlich auch das tägliche Bettenmachen. Dies dient nicht nur dem körperlichen Wohlbefinden des Patienten, sondern auch der Hygiene. Es ist aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, mit dem Patienten in Kontakt zu treten, diese Zeit für Gespräche zu nutzen und Pflegende können dabei auch Beobachtungen oder Pflegemaßnahmen wie zum Beispiel Prophylaxen, die Mobilisation und die Vitalzeichenkontrolle kombinieren, damit unnötige Gänge vermieden werden. Bei bettlägerigen Patienten sollte vor dem Bettenmachen immer eine Überprüfung der Vitalzeichen stattfinden, denn für sie kann auch das Machen eines Bettes oft mit einem großen Kraftakt verbunden sein. Vor dem Bettenmachen sollten einige hygienische Prinzipien beachtet werden. Bei infektiösen Erkrankungen oder auch bei Verdacht darauf sollte stets ein Schutzkittel und unsterile Einmalhandschuhe verwendet werden. Zu Beginn sollten immer die Hände gewaschen und desinfiziert werden. Nach dem Abwerfen von schmutziger Wäsche und vor dem Herrichten von sauberer Wäsche sollte nochmals eine Händedesinfektion erfolgen.
Eine Ablagefläche für die Bettdecke oder für das Kissen sollte vorbereitet werden. Die Bettdecke wird dann von oben nach unten ziehharmonikaartig gefaltet und mit der Außenfläche auf die Ablagefläche abgelegt. Das Kissen wird auf die Bettdecke abgelegt. Ein starkes Aufschütteln von Decke und Kissen sollte vermieden werden, da so Staub aufgewirbelt werden kann und Krankheitserreger weiter verbreitet werden können. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass das Stecklaken nicht mit dem Kissen in Berührung kommt. Die verschmutzte Wäsche bitte nicht auf den Boden fallen lassen, sondern sie sollte sofort entsorgt werden. Zur Vorbereitung gehört das erforderliche Material herrichten, zum Beispiel frische Wäsche, Händedesinfektionsmittel, benötigte Pflegematerialien und Entsorgung der Schmutzwäsche, den Patienten und das Zimmer vorbereiten. Bei Bedarf sollten dem Patienten vor dem Bettenmachen schmerzstillende Medikamente verabreicht werden, ca. 30 Minuten vorher. Der Patient sollte immer über jeden Ablauf, über Handgriffe, Zielsetzung, pflegerische Maßnahmen und die Mithilfe informiert werden. Es sollte Platz geschaffen werden, damit man gut arbeiten kann. Gegenstände aus dem Weg geräumt werden, der Patientenhaltegriff oder auch das Trapez hochgehängt werden, verschiedene Lagerungsmaterialien sollten entfernt werden. Die Intimsphäre des Betroffenen muss gewährleistet werden und das Vorgehen an das Befinden des Patienten angepasst werden. Die Ressourcen des Betreuten sind zu beachten, er ist zur Mithilfe zu animieren. Und zusätzlich muss man auf eventuelle Katheter, Drainagen oder Infusionen achten. Zur rückengerechten Arbeitsweise ist zu sagen, dass das Bett höher gestellt werden soll und auch das Kopfteil. Als Nachbereitung sollte nochmal der sogenannte Blick zurück gemacht werden. Die Klingel und der Nachttisch sollten in die Reichweite des Patienten gebracht werden. Die schmutzige Wäsche wird entsorgt und dem Betroffenen sollte man etwas zum Trinken anbieten. Wir haben nun die nächste ATL abgeschlossen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns im